der Gründungsgedanke war im Grunde nicht eine private, sondern eine freie Universität zu haben, die nicht, wie sie im Mittelalter war, von der Kirche bevormundet ist, aber auch nicht staatlich verwaltet wird, sondern die in freier Verantwortung sich konstituiert, allerdings als Freiheit von Fremdbestimmung, aber auch als Freiheit für Verantwortungsübernahme. Kienle hat zu einer Zeit vom Kienle als der Spiritus Rector dieser Universität Wittenherdecke, hat zu einer Zeit und ausgesprochen nochmal in Nordrhein-Westfalen von einem Elitebegriff gesprochen, also ganz aus der Mode war. Aber er hat natürlich nicht eine Privilegienelite gemeint. Er hat gemeint eine Verantwortungselite. Menschen, die von der Begabung her, aber auch von ihrem Engagement her bereit sind, in die Disteln zu fassen und die Aufgaben zu übernehmen, die getan werden müssen, dringend getan werden müssen. Und er hat auch noch was erzählt. Er hat gesagt, wir züchten heute viel zu viele Spezialisten. Spezialisten können aber keine Führungsaufgaben übernehmen. Sie haben ein Spezialwissen, aber das befähigt sie nicht, andere Menschen zu führen. Sondern sie brauchen nebenher eine generalistische Ausbildung, und zwar eine gründliche, um solche Führungsaufgaben machen zu können, um ihr Tun an den Aspekten für die Lebenswirklichkeit zu bemessen und an den sozialen Folgen. Und ein anderer Aspekt war, dass wir leicht übersehen, dass Theorien nie ethikneutral sind, sondern was wir denken, dass das immer handfeste, praktische Folgen zeitigt. Und wir fahren dann ein Feuerwehrprinzip und machen eine Schadensminimierung an der Endstrecke, statt darauf zu gucken, mit welchen Begriffen arbeiten wir. Es ist vielleicht nicht zufällig, dass es Mediziner waren, die die Universität begründet haben, denn zum damaligen Zeitpunkt zumindest war kein Studium so verschult wie das Medizinstudium. Und da haben wir versucht, andere Akzente zu setzen. Es geht ja um eine Befähigung für den zukünftigen Arzt und nicht eine Abfüllung mit theoretischem Wissen. Um eine konsequente Befähigung. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, danke. Welche anderen Persönlichkeiten würden Sie denn als maßgebend bezeichnen? Naja, also es war schon ein Glücksfall, dass neben Gerhard Kienle, der war ja ein Willenstitan, der hat sich ja auf eine außerordentlich beeindruckende Weise den Aufgaben hingegeben, die er als Design erkannt hat. Mit der Gründung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke, mit der Mitgestaltung des Arzneimittelgesetzes 1976 und mit der Universität Wittenherdecke. Er ist ja dann tragischerweise früh gestorben, hat die offizielle Einweihung nicht mehr erleben können. Aber ich sehe ihn als den Spiritus Rector an, der Vordenker. Dazu gehört natürlich Herbert Hensel. Das war ein begnadeter Physiologe, weltweit berühmt. Nach seinem Tode sind alle innerhalb von einem halben Jahr gestorben. Sagten viele, jetzt habt ihr endlich mal einen weltberühmten Physiologen gehabt, macht doch mal ein Fest, macht doch mal ein Symposium für ihn. Ja? Und der hat sich voll hinter diese Einrichtung gestellt, weil ihm klar war, das ist eine spannende Sache. Aber lassen Sie mich noch was anderes sagen. Wir haben bei den Medizinstudenten, weiß ich es genau, weil ich da mitgearbeitet habe, auch im Curriculum-Komitee, wir denken uns immer den idealen Arzt aus, wie der sein sollte. Und das ist ein bisschen ein intergenerationelles Problem. Wenn er nicht so ist, hadern wir. Das ist auch verständlich, weil er nicht so geworden ist, wie wir ihn uns ausgedacht haben. Aber es ist auch eine Frage des Respekts vor der nächsten Generation und dem einzelnen Individuum dieser nächsten Generation. Manchmal können wir bemerken, dass das zwar sehr abweichend von unseren Wünschen ist, aber dass es doch, was die Jungen machen, nachdem sie hier studiert haben, genau das ist, was wir eigentlich uns erhofft hatten, aber selber nicht schaffen konnten. Und diese Offenheit wollen wir uns bewahren, hier in Wittenherdecke. Und das ist mein Gruß an die jetzt noch gerne hier studieren, die einstmals hier sein werden. Ja, Sie haben am Ende Ihres Vortrags ein wunderschönes Bild gezeigt, was Sie dann eigentlich für eine Zukunft gerne für Wittenherdecke sich erwünschen quasi. Können Sie das nochmal ganz kurz in einem Satz? Ich glaube, wir sollten uns frei halten von Selbstgerechtigkeit und Vollmundigkeit und Selbstbeweihräucherung.
Damit lösen wir die Probleme der heutigen Zeit nicht. Damit kommen wir auch in unserer Entwicklung nicht weiter. Aber ich glaube, wenn wir auf eine ehrliche, bescheidene, aber auch kühne Weise versuchen, unsere Ideale, die ja der Universität Wittenherdecke zugrunde liegen, wenn wir da uns entsprechend auf den Weg machen zwischen Vergangenheit und Zukunft, dann kann es uns gelingen, Beiträge zu leisten, die für die Lebenswirklichkeit von Wert sind. Und da gibt es ja den schönen Goethe-Satz, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Das wünsche ich unserer Universität. Sie möge Frucht werden und nicht ein eitles Gebilde.